Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Dark Souls mit Paxis. Ich hoffe, dass diese Folge ja nicht ganz so durchwachsen wird wie die letzte Folge. Da bin ich ja einmal, oder das heißt, ich bin zweimal gestorben. Einmal halt gestorben und dann nochmal ganz blöd, unglücklich. Ach, ist hier hinten eigentlich irgendwas in der Ecken? In den Ecken? Nee. Ja, das eine Mal merkwürdig gestorben und dann nochmal merkwürdig gestorben und dadurch habe ich ein paar Seelen verloren, wobei das ist gar nicht so schlimm. Ich denke, die ganzen Menschlichkeitspunkte, die ich verloren habe, oh, die waren schlimmer. Mal gucken, dass die uns hier nicht in den Rücken schießen. So. Aufpassen, dass wir nicht ins Feuer rennen. Das wäre vielleicht auch nicht so schlau. Ja, also ich würde heute gerne wieder... Was? Die treffen mich? Ich würde heute ganz gerne ohne Sterben das schaffen. Und vor allem ein Stück wieder vorankommen, ey. So, ich will noch mal kurz gucken, ob es hier oben irgendwas gab. Ach nee, Quatsch, da komme ich ja nur zu der Brücke. Nee, hier gibt es nichts mehr. Wir können eigentlich einen unserer Flakons benutzen. Wie gesagt, ich will einfach nur zu der Stelle zurück, wo der Krieger war. Oh, hier ist ja auch etwas zum Speichern, sehe ich gerade. Wie kommen wir denn da hin? Ja, ich will dahin, wo der Krieger war und gucken, was der beschützt hat. Hier oben war, glaube ich, einer. Oder? Ja. Oh, der hat aber ein großes Schwert, aber ich würde trotzdem sagen, den schaffe ich, oder? Ja. Vor allem, wenn er sich so merkwürdig platziert, wollte ich sagen. Aber da habe ich mich gerade... Faggy? Faggy? Ey, das ist echt kacke, hier drinnen zu kämpfen. Ich will nicht hier drinnen kämpfen. Sehe quasi nix. Ja, ich sehe quasi nix. Daran ändert sich auch nix. Komm raus, komm raus, komm raus. So. Ich glaube, wenn der Schlag uns trifft, sind wir eh tot. Es ist auf jeden Fall wieder so einer mit... Ich weiß nicht, was das bedeutet. Fuck. Fuck! Der ist echt da noch ziemlich krass drauf, der Typ, ey. Der ist extrem mächtig noch, also... Er ist auf jeden Fall machbar, aber er ist noch ziemlich schwer. Ich hätte echt gedacht, dass er leichter ist, aber egal. Probier den auf jeden Fall nochmal. So. Ich muss halt nur, denke ich... einfach versuchen, oben weiter zu kämpfen. Ich hatte das Gefühl, dass das oben ganz gut lief, wenn er da so ein bisschen in der Treppe gefangen ist und ich einfach von oben so ein Stück auf ihn einstechen kann. Das probiere ich nochmal aus. Mal gucken, ob das klappt. Warum habe ich nur 6 Flakons? Ach so, ach so, ach so. Dieses Schwert ist noch nicht mit Menschlichkeit entfacht worden, deswegen bekommt man da maximal 5 und 6 sind mehr als 5. Naja, gut, was soll's. Dann müssen wir jetzt erstmal 6 reichen. So, ich hoffe aber natürlich, dass... Ach ja, jetzt habe ich auch noch vergessen, dass hier dieser hässliche Schütze ist. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass vielleicht ich diesmal schaffe, weil es sind immer ein paar Gegner hier zwischendrin, die ich bekämpfen muss. Um da wieder hinzukommen, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, jedes Mal wieder zu machen. Deswegen, der einzige Vorteil ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal sterbe, auf dem Weg dahin eher gering ist, weil wenn ich sogar die Typen hier one-hitte, also so schwer sind die ja nicht. Was? Kein One-Hit? Warum denn kein One-Hit? Aber immerhin beide auf einmal getroffen, das ist immer nice. Oh nein, jetzt heilt er sich. Trotzdem tot. Okay, das Heilen hat sich ja richtig gelohnt für ihn, muss ich sagen. Hut ab.
So, aber dieses Wildschwein ist jetzt wieder weg, oder? Also das kommt nicht immer wieder. Ja, gut. Gut. Ich habe schon kurz Angst gehabt, dass dieses Wildschwein doch kein zu großer Gegner ist bei nur 750 Seelen, die man da bekommt, aber ging noch. Komm her. So, dann hoffe ich mal, dass ich schaffe, so zu laufen, dass die mich nicht treffen. Och, Mann. Oh, einer ist runtergefallen, wie es aussieht. Ja, den muss ich jetzt auf jeden Fall platt machen, weil sonst fallen die mir vielleicht in den Rücken. Da habe ich keinen Bock drauf. So, dann machen wir den noch schnell kaputt. Und den da oben ignorieren wir, weil er wird hoffentlich nicht so weit schießen können. Hat mich echt nochmal getroffen. So, und dieses Mal würde ich gern versuchen, den da oben zu bekämpfen. Also direkt oben zu bleiben, aber ich habe ehrlich gesagt nicht gesehen, dass er irgendwas Cooles beschützt. Aber egal, wir machen ihn platt. Wenigstens einmal. Zu knapp. Noch wieder. Warum hat er mich denn getroffen, ey? Fuck. Scheiße. Ah, gut. Oh, Mann. Treff doch mal. Na, endlich. Komm, fall wieder rein. Fall wieder rein. Will er nicht? Fuck. Ja, sehr gut. Mist. Na, ich darf nicht hier reinfallen. Oh, 76. Sehr nice. Ach, zu knapp. 60. Ja, so kann es bleiben. 76. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, ich hab doch geblockt. Fall wieder rein, fall wieder rein. Fall wieder rein. Sehr gut. Wollte nämlich nur die Zeit abwarten, um mich heilen zu können, aber jetzt war ich wieder zu übermütig. Komm. Was? Das konnte ich wieder nicht blocken. Ja, fall wieder rein, fall wieder rein. Greif an, greif an, greif an. Komm schon, Baby. Der hat nur noch so wenig Energie. Es muss doch möglich sein. Jetzt machen wir sicherheitshalber direkt voll. Komm, so schwer ist er nicht, Praxis. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Greif an. Greif an. Mist. Ich habe einfach seine Angriffs... Dinger noch nicht so richtig raus, aber jetzt brauchen wir ja echt nicht mehr viel, ey. Oh, jetzt ist er aber schnell, jetzt dreht er aber durch. Komm, Baby, noch zweimal, würde ich sagen. Komm schon, noch zweimal. Oh, jetzt ist er wieder so schnell. Ja, noch einmal hat sogar gereicht. Grauer Brocken, ey. War wahrscheinlich auch ein Gegner, der nicht wiederkommt, gerade wenn er so einen Brocken liegen lässt. Die Brocken sind ja relativ wertvoll. Aber es ist wieder einer der Brocken, die ich nicht benutzen kann. Kann natürlich auch sein, dass ich die grauen Brocken nur bei bestimmten Schmieden benutzen kann und dass der Schmied, bei dem ich war, einfach mit den grauen Brocken nichts anfangen kann. Das weiß ich nicht genau. Könnte natürlich die Möglichkeit sein, dass es deswegen... dass es deswegen nicht funktioniert hat. Ja, egal. Wir haben... den ersten Ritter besiegt, aber es gibt noch einen anderen Ritter, den ich besiegen möchte, der mir
damals zu stark war. Der ist in der Nähe von dem... What? Scheiße, scheiße. Scheiße, an die Ratten habe ich nicht mehr gedacht. Lass mal wegrennen. Oh, fuck. So, und jetzt können wir ja mal schnell unser Moos probieren. Moos, Moos, Moos. Ah, geil. Hat sich ja direkt gelohnt. Ich werde jetzt die Ratten trotzdem umbringen, weil ich mich daran erinnern kann, dass die Ratten manchmal Menschlichkeit verlieren. Und das ist ja eigentlich immer relativ cool, so eine Menschlichkeit. Ja, man sieht, wir sind auch nicht mehr so schnell vergiftet wie am Anfang. Am Anfang ging das ja extrem schnell hoch, selbst mit Schutz. War noch eine dritte Ratte. So. Sehr schön. Ja. Leider haben sie keine Menschlichkeit gedroppt, aber egal. Seele brauchen wir jetzt eigentlich auch erstmal nicht. Ja, leere Estus-Flakons, aber ich hoffe, dass ich zum nächsten Schwert schaffe, ohne zu sterben. Aber wir haben echt nicht mehr so viel Energie. Bin gerade am Überlegen, ob das überhaupt der kürzeste Weg ist, aber ich hoffe doch mal. Ah, ich glaube, das ist nicht der kürzeste Weg, fällt mir gerade so ein. Oder? Wo muss ich denn lang? Ach doch, hier runter. Doch, passt schon, ist der kürzeste Weg, sehr nice. Hier müssen wir jetzt bei unserer Raststätte sein, oder? Ja. Okay, gut. Dann werden wir mal zum Mensch. Und wir werden natürlich auch direkt eine Menschlichkeit investieren, damit wir 10 Flakons hier bekommen. Ja, wir haben jetzt nur noch 0, das ist blöd. Aber egal. 5200, wir könnten ja eigentlich die Soldaten... Ach, nicht rasten, Soldatenseele benutzen. Da können wir bestimmt mindestens ein Level aufsteigen. Haben wir noch mehr Seelen? Mal kurz nachschauen. Nein, dann steigen wir einfach eins auf. Ja, was wollen wir denn mal verbessern? Also ich denke... Stärke brauchen wir erstmal nicht verbessern, da sind wir ganz gut dabei, weil wir da eigentlich ziemlich gut Schaden machen mit den Gegnern, die wir bisher getroffen haben auf unserem Weg. Energie bin ich eigentlich auch momentan zufrieden. Ich meine, sterben werden wir so oder so. Ich würde halt nochmal auf Kondition gehen, weil die halt wieder unsere Ausdauer verbessert. Und ich habe halt schon manchmal das Gefühl, dass es, gerade weil ich so viel blocke, weil ich halt Nahkämpfer bin mit Schild, habe ich halt schon das Gefühl, dass die Ausdauer ein bisschen, naja, nicht so geil ist. Könnte ein bisschen mehr sein, dass wir ein bisschen länger durchhalten. Hängt ja auch mit den Angriffen zusammen. Wir verlieren ja immer Ausdauer, nicht nur beim Blocken, sondern auch beim Angreifen, wie man sieht. Ich denke, das macht Sinn. Haben wir ja gerade bei dem Gegner gesehen, gegen den wir jetzt als letztes gekämpft haben mit dem Schild. Ist ja gerade selbst in den Tod gesprungen. Sehr nice. Ja, der Ritter gerade eben, der hat halt schon Angriffe durchgezogen, die ziemlich viel unsere Ausdauer gekostet haben, wenn sie uns getroffen haben. Deswegen ist es, denke ich, besser, wenn ich hier einen kleinen Vorrat habe. Also wenn ich versuche, das einfach in Zukunft ein bisschen mehr zu verbessern. So, die Gegner sind tollerweise alle keine Probleme mehr. 209 Schaden, so nice. So, ich glaube, wenn wir den hier drin nicht umbringen, dann kommt er uns auch irgendwann hinterhergelaufen. Deswegen kümmere ich mich erstmal um ihn. So. Jetzt kommen die drei hier. Ja, ein bisschen Schaden, ne? Kann ich leben. Brandbombe. Haben wir da noch welche? Ja, aber ich... Das blöde Gefühl, dass ich die jetzt mittlerweile erstmal nicht mehr wirklich einsetze.
Oh, Moment, ich habe ganz vergessen. Ja, diesen Armbrustschützen müsste ich vielleicht mal noch umbringen. Der nervt immer ziemlich. Werde ich jetzt auch mal tun. Ich meine, er hat mich auch schon wieder verletzt. Und wie du mir, so ich dir. So. Zu plündern gibt es leider nichts. Na komm her. Mach irgendwas. Warum machen die denn irgendwann ihre Deckung auf? Was? Naja, ich mache ja sogar so 27 Schaden, von daher egal. Okay. Und jetzt wird's spannend, weil wir jetzt nämlich zu dem Typ kommen. Naja, erstmal den platt machen. Und jetzt kommen wir zu dem Typ, der das letzte Mal noch zu schwer war. Ja, ich würde mir jetzt einfach mal... Ich weiß nicht, ist das so ein Gegner wie gerade eben? Oder ist das so ein Gegner... Gucken wir mal. Nee, das ist glaube ich nicht so ein Gegner wie gerade eben, weil der hat ja gar nicht so ein großes Schwert. Also das sollte so ein Gegner sein, wie wir jetzt schon 1000 Mal besiegt haben. Vielleicht ist es sogar so einer, der nach einem Schlag tot ist? Nein. Okay, ist doch so ein schwarzer Gegner, also mit dieser komischen... diesem komischen Geräusch, wenn wir ihn kaputt machen. Okay. Ja, aber der scheint jetzt nicht so mächtig zu sein wie der gerade eben und auch nicht so gut, habe ich das Gefühl. Zumindest ist sein Schwert kleiner, da macht irgendwie auch nicht solche krassen Sachen. Mist, der hat mich aber getroffen. Das war so nicht geplant. So, dann haben wir den auch. Ja, die geben immer graue Brocken. Das lohnt sich doch schon mal. Und 800. Vor allem, der Gegner ist viel leichter als dieses komische Wildschwein. Es sei denn, man benutzt den Trick, den ich benutzt habe, um dieses Wildschwein umzubringen. Aber der Typ bekommt man 800 Seelen. Und von dem komischen Panzerwildschwein habe ich 750 bekommen, obwohl das viel schwerer war. Zumindest, wenn ich es normal bekämpft hätte. So. Schauen wir mal. Blauer Tränensteinring. Das ist der erste Ring, den wir finden. Verstärkt Verteidigung, wenn Trefferpunkte gering sind. Ja, rüsten wir eh aus. Scheißegal, was er macht. Es sei denn, er würde was Negatives machen. Der seltene Tränenstein kann den drohenden Tod spüren. Dieser blaue Tränenstein aus Katharina verstärkt bei Gefahr die Verteidigung seines Trägers. Cool. Nehmen wir natürlich. Ist jetzt auch ausgerüstet? Ja. Endlich, wir haben unseren ersten Ring und der ist auch noch ziemlich nützlich, weil wenn man wenig Energie hat, dann möchte man natürlich eine bessere Verteidigung haben. Wäre zwar cool, wenn er generell unsere Verteidigung verstärkt, aber egal. So, wir schauen nochmal hier nach hinten, auch wenn da meiner Meinung nach nichts war. Da sind wir ja runtergefallen. Da ging's mal weiter, aber mittlerweile tut es das nicht mehr. Ach, wie ich damals gedacht habe, ich habe hier voll den sicken, geilen Geheimgang entdeckt, bekomme die fette Belohnung und dann habe ich nur diesen Ritter als Gegner gehabt und ja, bin gestorben. So, jetzt haben wir hier eigentlich erstmal alles erforscht, jetzt können wir wieder zurückgehen. Also, zum Anfang... Jetzt weiß ich halt nicht, was der kürzere Weg ist. Ob der kürzere Weg ist beim Drachen da lang, von wo wir gerade gekommen sind, oder ob der kürzere Weg ist, wie wir ganz am Anfang gegangen sind. Das ist jetzt die Frage. Ich würde aber fast behaupten, da beim Drachen lang ist zumindest der Weg, wo momentan weniger Gegner sind. Ich habe eigentlich auch keinen Bock, mich jetzt zu heilen. Da sind alle wieder da. Ach nee, ich habe mich ja schon geheilt. Ach, ich gehe jetzt hier lang. Ich weiß es einfach nicht mehr, was jetzt kürzer ist. Deswegen mal gucken, ob ich hier schneller durchkomme. Zumindest sollten die Gegner ja ziemlich einfach sein. Also davon gehe ich mal aus. Ist halt echt ärgerlich. Es ärgert mich immer noch, dass ich die ganze Menschlichkeit verloren habe. Und dadurch meine Trop-Rate quasi freiwillig gesenkt habe. Fuck, ey. Gerade in dem Spiel ist es, denke ich, schon ganz cool, wenn man
seltene Gegenstände findet, da will man nicht unbedingt aus Eigenverschulden irgendwas davon hergeben. Was? Warum warten da nicht nach einem Schlag tot? Was ist denn da los? Nicht mit mir, Freund. So. Ich glaube, ich muss jetzt hier lang. Gar nicht so einfach, wenn man so lange nicht mehr da war, von wo man gekommen ist, aber ich glaube, ich bin von hier gekommen. Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht mehr, wie weit es ungefähr war. Ich hoffe halt einfach, dass es nicht so weit war und... Ah ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin, alles klar. Cool, dann kann ich auch die Ratte umbringen, vielleicht bekomme ich da Menschlichkeit. Na? Ach, sie lässt leider nichts fallen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich schon mal eine Menschlichkeit von der Ratte bekommen habe, aber ich habe einfach nur... Glück gehabt. Dann habe ich einfach nur Glück gehabt. Weiß ich nicht. Wie lächerlich einfach die Gegner sind. So. Sicherheitshalber. Ich meine, wir haben da unten eh gleich ein Schwert. Können ja trotzdem noch mal hier umschauen. Ich meine, man übersieht ja ganz gerne mal was. So, ich könnte mich theoretischerweise hier runterfallen lassen und müsste dann da hinkommen, wo dieses Ding liegt. Vielleicht mache ich das jetzt auch mal, weil ich das endlich haben möchte. Oder von hier runterfallen lassen? Ich weiß es nicht, ob das funktioniert. Komme ich da drauf? Ich weiß halt auch nicht, ob das zu tief ist. Mach erst mal den Gegner hier unten platt. So. Und den hier noch. Na komm. So. Also ich habe ja gehört, man soll einfach hier rüberspringen. Mit... das hier, aber... ich glaube, das ist ziemlich knapp, oder? Kann ich mich nicht einfach von oben runterfallen lassen? Probier das mal aus. Ich hoffe, dass ich dann an meine Überbleibsel wieder rankomme. Ja, es hat geklappt. Es hat mich zwar Energie gekostet, aber nicht viel. Das war's, denke ich, wert. Boah, jetzt muss ich echt hier langschleichen, oder was? Wie komme ich denn dann wieder zurück? Oh, Jungs, ey. Man kann es auch übertreiben. Ist hier drüben dicker der Rand? Nee, genauso hässlich. Oh, ich habe Angst, ich möchte nicht runterfallen. Ja! Geschafft, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ring der Opferung, geil, unser zweiter Ring. In einer Folge zwei Ringe, was geht, Jungs, was geht? Falsch, so. Kein Verlust bei Tod, aber der Ring bricht. Ach so, ach, der Ring ist das, also... ja, den kann ich einmal benutzen. Ach, fucky. Ja, den brauche ich jetzt nicht einsetzen, weil momentan lohnt sich das gar nicht. Den sollte ich mir dann ja an irgendeiner Stelle aufheben und benutzen, wenn ich viele Seelen oder sowas habe und das letzte Schwert halt lang her ist, also der letzte Speicherpunkt. Kann ich mich hier runterfallen lassen? Sieht fast so aus, oder? Oder? Geht das? Darf ich das? Ich habe Angst, ich will nicht hier sterben. Scheiße, Mann. Oder muss ich echt wieder da zurück? Ich sehe halt auch nicht, dass es da drüben noch weitergeht, ehrlich gesagt. Aber das sieht nicht tief aus. Ja, Paxis ist dumm. Paxis ist dumm. Paxis ist dumm. Ich hab's halt probiert und ja, man kann da nicht runterfallen. Also muss ich mir jetzt in der Folge meine Seelen erstmal wiederholen. Naja, egal. Bis, oh nein, und ich bin kein Mensch mehr und ich habe keine Menschlichkeit mehr. Ach, das Risiko war echt richtig grandios, Paxis. Tolles Risiko, was du da gemacht hast. Oh, fuck. Scheiße. Egal, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.